Mittlerweile sind wir schon ziemlich am Ende des Kalenders angekommen und Weihnachten steht ja schon bald vor der Tür. Man könnte sagen, das wichtige Finale des Monats ist allmählich mal in Sicht, bevor wir mit einem Feuerwerk quasi den Epilog einleiten. Finale, das ist das heutige Stichwort, denn die finalen Kapitel in Fire Emblem-Spielen bzw. Videospielen ganz allgemein sind natürlich etwas Besonderes. Hier zeigt sich dann, ob es zu einem würdigen Abschluss kommt und man einen letzten unvergesslichen Moment erlebt. Und davon gibt es meiner Meinung nach ja bei Fire Emblem ziemlich viele. Klassischerweise haben wir es fast immer mit Drachen zu tun und hin und wieder werden auch gerne Scherze dazu gemacht. Natürlich ist das nicht immer so, aber ein Drache ist natürlich irgendwie schon ein epischer Fantasy-Boss, der eines Finales würdig ist. Ganz wichtig ist aber auch die Atmosphäre in einem Kapitel und die musikalische Untermalung. Nehmen wir zum Beispiel Binding Blade, finde ich die Musik im Kampf absolut herausragend. Aber hier haben wir es leider mit einem lächerlich einfachen Boss zu tun und so kommt doch kein echtes Feeling auf. Und das Spiel würde es nicht in eine Top-Liste für mich schaffen, wenn es um finale Maps geht. Gleiches gilt dann auch für Sacred Stones. Klar, die Karte wird ziemlich cool eingeleitet und man bekommt es mit einer Horde an Monstern zu tun, aber Lior wird durch sein Buch so runtergezogen, dass jeder mit ihm kurzen Prozess macht und vor Mortis ist schließlich durch Effektivschaden viel zu leicht in die Knie zu zwingen, sodass es kaum 1 bis 2 Runden dauert bis zu seinem Ende. Für mich persönlich darf also ein Finale nicht zu einfach auszutricksen zu sein, braucht ordentliche Musik und einen würdigen Boss sowie ein anschließend zufriedenstellendes Ende. Und es gibt so manche finale Missionen, die mir dann doch insgesamt nicht ausgereift genug sind. In Blazing Blade macht mir der Einstieg mit den Morphs noch eine Menge Spaß, aber der Feuerdrache ist auch ziemlich leicht zu überrumpeln, auch wenn seine Inszenierung gerade für Game Boy Advance Verhältnisse natürlich wirklich toll war. Ihr seht, ich habe da schon im Vorfeld so ein bisschen aussortiert aus persönlichen Gründen. Manche mögen das ganz anders sehen, verbinden vielleicht auch mehr mit bestimmten Momenten und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber sehen wir uns doch einfach mal an, was meine 5 liebsten finalen Karten sind und warum das so ist. Auf Platz 5 gesellt sich Fire Emblem Radiant Dawn. Das Spiel präsentiert uns vor allem eine fantastische Überleitung ins Finale. Theoretisch erstreckt es sich ja schon über satte 5 Kapitel, wobei ich fairerweise nur das wahre Finale gegen Ashera selbst hier zählen würde. Aber die Mission davor schaffen wir es, unsere Konfrontation mit der Göttin der Ordnung erst so richtig interessant zu machen. Es stellen sich neue Fragen, andere Fragen werden wieder beantwortet und sind wir ehrlich, sich einer Göttin stellen, tanzt schon ordentlich aus der Reihe und macht einfach neugierig. So viele Gestalten, die vorher schon sehr wichtig für die Story waren, werden bekämpft und schließlich stehen wir in einem großen Raum an der Spitze des Turms. Ashera selbst ist durch eine große Barriere geschützt, die wir überhaupt erstmal zerteilen müssen, damit wir Ashera gefährden können. Dann wiederum ist nur eine einzige Person in der Lage, es zu beenden. Ike, unser Protagonist der Reihe, bringt es zu Ende mit Ragnell. Ein Schwert, das ironischerweise von Ashera einst gesegnet wurde und die Cutscene dazu macht den Moment nochmal besonders toll. Aber nicht nur das. Ich mag das Ende von Radiant Dawn generell sehr gerne. Es kommt zu wirklich vielen Dialogen, die mir sehr gefallen haben und selbst manche Frage wird zum Schluss noch geklärt. Selbst versteckte Dialoge, hinter denen sich Bedingungen verstecken, hat man eingebaut für besonders eifrige Spieler. Nur die Musik ist in dem Finale meiner Meinung nach zu steigern. Ansonsten gibt es einen anspruchsvollen Boss und ein zufriedenstellendes Ende. Auf Platz 4 gesellt sich das Finale von New Mystery of the Emblem. Hier finde ich bereits die Vorlage aus dem SNES-Klassiker ziemlich gut und im Prinzip hat die Karte nicht viel davon eingebüßt. Auch hier haben wir ein schickes Build-Up mit Dialogen, die klar die missliche Lage einiger Charaktere zeigen. Medeos ist hier von 4 Prinzessinnen umgeben und sollte das Spiel als wagen, seine Lebenspunkte auf 0 zu bringen, ohne die Prinzessinnen zu retten, wird Medeos sie opfern, um immer wieder neue Kraft zu schöpfen. Um das perfekte Ende zu erreichen, muss man hier jeweils Personen mitnehmen, die den Prinzessinnen nahestehen, um sie zu befreien und dieses grausame Schicksal zu verhindern. Dazu hat man es mit sehr vielen Arten an Drachen zu tun, die richtig reinhauen können und auch der Siegerschild spielt eine Rolle, da er die Erddrachen zu Beginn der Spielerrunde automatisch verbannt. Ich mag die Einbindung von solchen Elementen ins Gameplay einfach und glaubt mir, auf dem höchsten Grad fordert die Map absolut alles von euch. Das ist kein Zuckerschlecken, aber umso fantastischer das Gefühl, wenn man die Karte abschließt und es wieder richtig viele Dialoge zwischen all den Charakteren gibt. Das Ende von Fire Emblem 12 ist einfach super zufriedenstellend, wenn man ein perfektes Ende haben möchte. Auf Platz 3 gesellt sich Fire Emblem Awakening und ich glaube ja fast, ich muss dazu gar nicht viel sagen, oder?
Wenn ich das Finale nur erwähne, werden bei euch wahrscheinlich Erinnerungen an die Musik hochkommen. Was man hier alleine musikalisch tat, mit einem Chor im Hintergrund, das war für mich Neuland. Vor allem sich diese Mühe bei einem Handheld-Spiel zu machen. Und sind wir mal ehrlich, den Twist mal nicht direkt einen Drachen zu bekämpfen, sondern dass er selbst zur Karte wird, macht mächtig Eindruck. Dazu bekämpfen wir uns ja quasi selbst und müssen eine harte Entscheidung fällen. Ja, die Karte hat einiges zu bieten und macht auch auf extrem ordentlich Laune. Volles Programm und vor allem musikalisch ein Geniestreich. Das ist auch letzten Endes das, was die Karte für mich so besonders macht. Wer hat hier bitteschön nicht in 3DS voll aufgedreht und die Atmosphäre auf sich wirken lassen? Einfach herrlich. Auf Platz 2 gesellt sich Three Houses mit einer Karte, die ganz frisch im Gedächtnis ist. Damit ist das Finale der Route der Roten Blume gemeint. Und ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt, wie fantastisch man es geschafft hat, auf dieser Route eine Antagonistin clever aufzubauen und ihren Wahnsinn deutlich zu zeigen. Zum Schluss geht es dann gar nicht mehr anders. Nachdem eine Stadt einfach in Brand gesteckt wird, muss man einfach einen natürlichen Hass auf den Charakter entwickeln und freut sich schon darauf, den letzten Schlag auszuteilen. Aber bis es überhaupt soweit ist, müssen wir in einer Stadt, die in Flammen steht, ganz viele Truppen bekämpfen. Und oh Junge, das ist ein langwieriges Finale, wenn man sorgfältig plant, aber auch gleichzeitig eine wunderbare Karte aus strategischer Sicht. Hier waren die Spawns wirklich fair verteilt und auch die vielen anderen Charaktere sowie die Golems machen die Karte spannend. Man fiebert Dialogen entgegen, entgeht einer problematischen Situation nach der anderen, um dann schließlich endlich bei Rhea anzukommen und den Wahnsinn ein für alle Mal zu beenden. Zum Schluss der Reise trägt eine Revolution Früchte und das harte Risiko hat sich voll bezahlt gemacht. Grandiose Kriegsstimmung wie kaum auf einer anderen Karte. Zwar fand ich das Hirschfinale vor allem musikalisch top, allerdings wurde es viel schlechter vorbereitet in meinen Augen. Dort hatten wir zwar eine super Karte und einen ebenso mächtigen Boss, aber gerade als man dazwischen noch mal ins Kloster kam, brachte einen ziemlichen Einbruch in der Stimmung. Lieber hätte ich auf den Ruinen Shambhalas gekämpft, vielleicht sogar mit Unterstützung von außen. Das hätte mehr Eindruck gemacht. Ja, die Musik spricht schon Bände, oder? Platz 1 ist für mich Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Das Finale fühlt sich nicht nur würdig an, es erzeugt auch mächtig Stimmung. Allein die finalen Sprüche der Charaktere wirken so wunderbar persönlich. Und dazu kommt ja noch die Aufteilung in zwei Gruppen, die erstmal eigene Probleme haben. Mogalmassen auf der einen Seite, besondere Gegner auf der anderen Seite und mächtige Untertanen versperren uns den Weg, um schließlich Duma zu stürzen. Hier gefällt mir dann auch nochmal die Action gegen Duma selbst und natürlich Olms legendäre finale Animation. Ähnlich wie bei Awakening ist die Musik hier wieder einer der größten Faktoren, warum ich das Finale liebe. Twilight of the Gods wird für mich auf ewig einer der besten Fire Emblem Tracks bleiben. Hier wird Stimmung vom Feinsten erzeugt.